Als nächste am Wort ist die Frau Abgeordnete Marlene Swatzek. Danke, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Bildungsminister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich das so anhört, wie die SPÖ ihr sozialistisch geprägtes Bildungssystem da lobt und so tut, als wäre eh alles gut und das, was wir da jetzt vorschlagen, das ist alles ein Blödsinn, dann könnte man Ihnen das ja fast abnehmen, wäre da nicht die sozialdemokratische Gretchenfrage, nämlich die Frage an Sie alle, wie halten Sie es eigentlich mit öffentlichen Schulen oder mit Privatschulen? Wird doch nicht sein, dass Ihr Parteivorsitzender seine Kinder in eine Privatvolksschule schickt in Wien, dass der Ex-Abgeordnete Josef Czapp seine Kinder in die Privatschule geschickt hat und auch Ihr Ex-Kanzler Gusenbauer. Ich kenne zwar nicht alle von Ihnen persönlich, aber ich gehe davon aus, es sind auch noch mehrere unter Ihnen, die ihre Kinder nicht in öffentliche Schulen schicken. Und da stellt sich mir halt dann schon die Frage, warum denn eigentlich? Sehr geehrte Damen und Herren, ORF2 beendet nun die Live-Übertragung aus dem Parlament. Auf ORF2 kommt wie immer die Zeit im Bild. Auf ORF3 können Sie die Debatte wie immer weiter bis zum Ende mitverfolgen. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Tag. Ob dann die 10% Österreicher unter die Räder kommen und nichts mehr lernen. Vielleicht lernen Sie Arabisch, Türkisch, Bosnisch, aber Sie lernen vermutlich nicht Deutsch. Und ich lese Ihnen jetzt nur kurz Zahlen vor. In der Volksschule Lehen, der Anteil nichtdeutscher Kinder, also der Anteil Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache 90,27%. In der Volksschule Lehen 2 87,11%. In der Volksschule Heidenstraße 80,54%. In der Volksschule Max Klahn 62,42%. Das ist nicht Wien, das ist Salzburg. Nur um Ihnen die Problematik bewusst zu machen, dass das nicht nur Wien trifft, sondern auf ganz Österreich umgelegt werden kann und muss. Und wenn Ihre Experten sagen, es wäre doch viel gescheiter, wenn wir die Kinder verteilen und nicht in Deutschklassen zusammenfassen, dann stelle ich Ihnen einfach die logische Frage, wohin sollen wir sie denn verteilen? Wohin sollen wir sie verteilen, wenn wir 90% der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache haben? Das ist eine ganz eine einfache Frage, die nicht zu beantworten ist, weil es einfach völlig dämlich ist zu sagen, verteilen wir sie doch, dann wird alles besser. Es funktioniert schlichtweg nicht mehr. Und Sie sollten sich wirklich mit der Praxis mehr auseinandersetzen und mit Direktorinnen und Direktoren, die an solchen Schulen, Brennpunktschulen, die mittlerweile schon fast Überhand nehmen, unterrichten, die dort wirklich mit den Problemen konfrontiert werden, dass eben Kinder mit deutscher Muttersprache nimmer gescheit Deutsch lernen, weil sie als andere hören oder als andere lernen. Und natürlich, ich unterstelle jetzt nicht allen Kindern mit nicht deutscher Muttersprache, dass sie nicht Deutsch können, aber sie haben es heute schwerer und sie haben einen Startnachteil. Und unsere Kinder, die Deutsch können, mit Deutsch aufwachsen, haben es noch einmal schwerer. Das kann einfach nicht funktionieren, da beißt sich die Katze in den Schweif. Und ich glaube, Sie sind sich den Auswirkungen Ihrer Bildungspolitik gar nicht bewusst. Wir produzieren Arbeitslose künftig, wir produzieren Parallelgesellschaften, wenn die deutsche Sprache nicht ordentlich gelernt wird. Ja, wahrscheinlich produzieren wir SPÖ-Wähler, aber das ist tragisch. Und deshalb freue ich mich und bin auch wirklich stolz darauf, heute in meiner allerletzten Nationalratssitzung diesen Beschluss mittragen zu dürfen. Freuen Sie sich nicht zu früh, vielleicht komme ich irgendwann wieder zurück. Und um einen versöhnlichen Abschluss bemüht zu sein, darf ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken bei allen Kolleginnen und Kollegen für diese zwar kurze, aber doch sehr intensive Zeit, für die intensiven Debatten, für die ja, teilweise heftigeren Diskussionen, die wir geführt haben, und freue mich auf die nächsten 5 Jahre in Salzburg, wo ich dann als Klubobfrau, die in Salzburg noch nicht ganz so fortschrittliche ÖVP wie auf Bundesebene, wo ich diese ÖVP in den nächsten 5 Jahren das Leben ein bisschen versüßen werde. Ich wünsche dieser Bundesregierung, ich wünsche meiner Fraktion, der ich auch recht herzlich danken möchte für das letzte halbe Jahr, alles, alles Gute.
Machen Sie weiter so, gehen Sie den Weg weiter gegen alle Widerstände und dann wird Österreich auch sich wieder in eine positive, bessere Richtung entwickeln. Hoffentlich Salzburg auch bald. Vielen Dank, alles Gute. Als nächstes zu